Damen und Herren des Deutschen Bundestags, seien Sie begrüßt zum heutigen Plenarvormittag. Die Dame, die ich nun bitte, sich ans Rednerpult zu begeben, war genau vor 100 Jahren für die Frauenrechte politisch vehement damals angetreten. 1919 sprach sie als erste Frau am 19. Februar im deutschen Parlament. Zwischenzeitlich bewegen wir uns hier nur bei etwa 31%. Übrigens, Sie werden es gleich sehen, dass sie sich als sehr gut gehalten, obwohl sie schon 62 Jahre tot ist, zählt sie überhaupt noch nicht zu den Alten. Diese Dame, ein Mitglied der SPD, war in ihrer Zeit eine mutige Reformerin, ja, eine wahre Koryphäe. Sie, die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, trat ein für Frauenrechte und für gelebte Demokratie. Ihr Name war, ist und bleibt, seien Sie recht herzlich begrüßt, Frau Juratsch-Marie. Ich grüße Sie, Herr Bundestagspräsident, meine Herren und Damen. Es freut mich überaus, heute vor Ihnen zu sprechen, hier in diesem erlauchten Bundestagsrahmen. Viel Zeit ist vergangen, viel politisch auf der Welt und hier vor Ort passiert. Manch Unrecht wurde immer mal wieder begangen, manch Auftritt war auch hier mehr als deplatziert. Ich bitte um Kontenance, Frau Kollegin, geben Sie acht. Das Stampfen auf dem Plenarsaalboden ist an diesem Ort hier wirklich nicht angebracht und erinnere mich dererlei Untaten. An kleine zornige Mädchen im Kindergarten. Als Frau sage ich zu Ihnen ganz unverhohlen, mich beschämen hier Politiker und Politikerinnen mit ausländerfeindlichen Parolen. Ich habe sie von da oben 62 Jahre lang beäugt, saß als Engel auf meiner Wolke 7 stets vornübergebeugt. Mir ging's genauso wie Aloysius Hinger, Sie wissen schon, dem Münchner im Himmel. Fand meine Seelenruhe nicht im steten Hosianna frohlockenden Gebimmel. Auch das Halleluja immer und immer wieder anzustimmen, war nicht so meine Welt. Drum wurde ich heute für diese Rede von meinem Chef da oben hierher freigestellt. Einen schönen Gruß bringe ich natürlich auch noch mit. Was steht sonst noch in meinem Manuskript? Ach ja, bevor ich es vergesse, er ist nicht schuld an der 2018 fehlenden Regenfeuchtnässe. Auch trägt er keine Schuld, dass der Regenwald wird zunehmend kleiner, dass die Erde immer noch mehr leidet unter den sogenannten intelligenten Zweibeinern. Dass das Ozonloch wächst und wächst und wächst, ist das nicht irgendwie, ja irgendwo, alles sowas von verhext? Auch trägt er keine Schuld an den weltweiten zahlreichen Kriegen, an den Flutkatastrophen, den Flüchtlingen, den machtgierigen Siegen, an den Mördern mit Abzeichen, deren Opfer die Toten sind, Frauen und Kinder, das verantwortungslose Verhalten dummer Idioten. Die Frauen, Merkel, Nahles, Wagenknecht und Roth. Chapeau für euer politisches Engagement, aber ihr seid immer noch viel zu wenig taffe Frauen hier vor Ort. Mit sage und schreibe nur 31%. Das kann ich nicht verstehen. So kann es nicht weitergehen. Was wäre denkbar? Was müsste geschehen? Womöglich eine Änderung des jetzigen Wahlsystems, wo neben einem Mann auch eine Frau steht, ebenbürtig auf den Namenslisten und die Wähler sowohl Mann als auch Frau gleich verteilt wählen müssen. So kämen wir rasch auf 50%, wo Mann und Frau gerecht verteilt sind, hier in diesem Parlament. Auch wäre es so wichtig, besonders für die jungen Damen, schon in der Schulzeit sich nicht nur in Physik zu üben, Chemie oder den Mathezahlen, die Kunst des Redens zu erlernen und sich zu messen in fairer Diskussionskultur, sich für die Gesellschaft und die Politik zu engagieren. So ein Schulfach ist dringend vonnöten und das wäre demokratisches Erlernen mit dem Perspektivenblick zunehmender Frauen-Bundestagskandidatur.
Meine Redezeit hier ist begrenzt. Dabei will ich noch so viel sagen. Ja, es liegt an jedem von Ihnen und Ihren moralisch integren Taten, dass Ihre Diskussionskultur vereint vehement die Wortwahl im Sarkasmus und Sie nacheifern großen Denkern, wie zum Beispiel einem Erasmus, dass Fanatismus ersetzt wird durch Humanismus und Egoismus, wie auch Sophismus, erkannt werden als das, was sie tatsächlich sind, nämlich Schismus. Dass uralte Bäume für den Braunkohleabbau nicht weiterhin sollen weichen oder dass Erbgut nicht extrahiert wird bei Menschen, Pflanzen oder dergleichen. Dass Tiere nicht länger darben in den Städtezoos, sondern leben in freier Wildbahn. Ach, das wäre famos. Dass Windräder nicht weiterhin bedingen zunehmende Spargellandschaften und immer mehr Strommasten führen durch unsere bewohnten Ortschaften, wo Infraschall und Elektrosmog schaden nachweisbar Mensch und Tier. Begreift eure Verantwortung für die kommenden Generationen und handelt im Jetzt und Hier. Dass in manchen Ländern die Rechte der Frauen sind immer noch extrem eingeschränkt durch Zwangsheirat, Hausarrest, Mädchen-Baby-Mord, Wahlfahr-, Sport- und Lernverbot. Verehrte Kollegen und Kolleginnen, so etwas gehört endlich weltweit eingerenkt. Dass wenn sich Frau für die Bildung von Frau setzt ein, sie erfährt brutalste Gewalt wie Malala. Sowas kann und darf nicht mehr länger sein. Dass Frauen immer noch werden vergewaltigt, das macht mich wütend, ja fassungslos. Wo bleibt das Recht auf die Würde eines jeden Menschen und zwar bedingungslos? Dass zwischen Mann und Frau trotz gleichem Talent der Mann immer noch mehr verdient, und zwar mindestens 21%. Dass zwischen Mann und Frau mit gleicher Qualifikation, wer steigt hier wohl auf, noch immer nicht die Frau, welche Perversion. Dass Frauen in Männerjobs zu hören bekommen, von welchem Frauenplanet ist sie da entronnen? Dass engagierte Frauen dann auch noch werden gemobbt als Feministin, im Manse, Mannweib oder Schlampe bezeichnet und das in ihrem Job. Dass Mütter, die mehrere Kinder kriegen, man über sie lästert, die hat sich ja nur für Teilzeit entschieden. Dass der Staat endlich unterstützt die Frau in der Mutterrolle und sich dafür einsetzt, dass nicht beide Elternpaare arbeiten müssen sollen. Denn wo, meine Herren und Damen, in diesem Parlament liegt das Wesen der Familie, ja wo liegt ihr Fundament? Ich weiß, dass ihr es alle wissen, und zwar ganz genau, es liegt in der Fürsorge der Eltern gegenüber ihren Kindern, aber auch in der Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann oder zwischen Frau und Frau. Abschließend möchte ich Ihren Blick noch auf den Philosophen Sokrates lenken, der einst sagte, rechtes Handeln folgt dem rechten Denken. Fast 2500 Jahre ist diese Weisheit nun schon alt und trifft immer noch ins Schwarze. Doch viele haben es bisher immer noch nicht geschnallt. Es lebe und wirke in jedem von Ihnen und zwischen Ihnen stets die Essenz der Demokratie. Das wünsche ich Ihnen hier allen. Machen Sie es gut und machen Sie es richtig. Ihre Juchatsch-Marie.